So, hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge Secret of Mana, das Remake. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir tauchen gleich ein ins Spiel. Es hat sich nicht viel getan. Wir sind genau da, wo wir aufgehört haben bei der ersten Folge. Wie könnte es auch anders auch sein? Wir sind auf dem Weg ins Dorf, ins Wohlheimatdorf von Tor LP. Wir haben das Schwert gefunden, als wir vom Baumstamm gefallen sind ins Wasser, haben wir das rostige Schwert gefunden und machen uns jetzt auf den Heimweg. Wir mussten es sozusagen mitnehmen, sonst hätten wir gar nicht nach Hause gekonnt, denn das Unkraut hat uns den Weg versperrt. So, okay, machen wir mal weiter. Das Dorf kann ja nicht mal weit sein, oder? Ich denke nicht. Mümmler, hallo, geht es dir? Habe ich dich ohnmächtig gehauen, du armes Tier? Ach, die Mümmler sind süß. Ich finde dieses Action-mäßige, also nicht so rundenbasierend, wie man es damals oft hatte, bei den Rollenspielen, wie, weiß ich nicht, Final Fantasy oder andere halt, fallen mir jetzt schon spontan auch nicht so viele ein, aber es war eine Menge, okay, es war eine Menge. Und da war es häufig rundenbasierend. Und da finde ich das mal eine gelungene Abwechslung, dass man hier wirklich in Echtzeit ausweichen kann, zuschlagen und so weiter. Das Kampfsystem hat mir hier damals auch schon sehr gut gefallen. Hier, man kann zuschlagen, dann hier ein bisschen Luft holen sozusagen, das Schwert nochmal aufladen, zack, wieder zuschlagen. Und das, finde ich, macht das Ganze interessant. Es finde ich, ist nicht so repetitiv. Ja, es wiederholt sich halt nicht so. Also es wiederholt sich schon, nicht falsch verstehen, aber ich finde, das macht nichts, dass sich es wiederholt, weil durch das Kampfsystem ist es attraktiv. Es fühlt sich nicht so an, als würde es sich halt ständig wiederholen. Weil man doch so ein bisschen aufmerksamer sein muss, man kann sich bewegen, zack. Und man hat da Möglichkeiten mit der Waffe, später wahrscheinlich noch mit Magie. Ah, wieder eine Truhe. Ladevorgang. Was passiert? Nein, die Truhe ist weg, oder? Noch da. Nein, wir waren gerade genau in so einer Zwischenladestation und haben die Truhe nicht bekommen. Pech. Mega Pech. Naja, es wird ja auch nichts Besonderes gewesen sein, hoffe ich mal. Nur ein Bonbon. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie man das Bonbon benutzt. Aber. Oh, Schwertstufe 1. Cool. Ist stärker geworden. Aber wenn es wir die Truhe immer hochhebt. Noch ein Bonbon. Jetzt haben wir schon zwei Bonbons. Irgendwann quillen die über in unserer Tasche und wir haben gar keine andere Möglichkeit, als sie zu nehmen. Schwert Stufe 2. Warum steht da Stufe 1? Irgendwas hat sich doch jetzt verbessert. Mal den Status angucken. Angriffsverhalten. Okay, das ist... ich sehe... Ihr seht... Okay, da ist doch noch was. Ich habe das Ringmenü. Kann man hier verändern. Und hier ist das Bonbon. Okay. Ist klar. Ja, oben, unten, dann kann man, da hat man verschiedene Ringmenü. Menü. Ein Ringmenü, zwei Menüs. Verschiedene Ringmenüs. Hier unten, oben, dann hat man erstmal das Schwert. Das Ringmenü der Waffen wahrscheinlich. Dann das Ringmenü allen anderes. Das ist wohl das Hauptringmenü. Und dann hier das Ringmenü mit den Bonbons. Warum sehe ich hier nur einen Bonbon? Soll ich das mal wegsnacken? Okay, ja. Wissen jetzt, wie man das Bonbon benutzt. Was ich jetzt schauen wollte, die Stufe ist gestiegen. Sehen wir da Statusverbesserungen? 50 Lebenspunkte? Ne, da steht immer noch Stufe 1. Das war die Waffenstufe, die gestiegen ist. Okay, bis zur nächsten Stufe brauchen wir nur 3 Erfahrungspunkte und dann steigen unsere Trefferpunkte wahrscheinlich und unsere Werte auch. Also mit dem Schwert weiß ich jetzt nicht so ganz. Da müssen wir nochmal gucken. Waffenstufen, denn da steht ja immer noch Stufe 1. Vielleicht, was war Stufe 0? Von Stufe 0 auf Stufe 1 vielleicht. Und jetzt auf Stufe 2. Ja, werden wir sehen im Laufe der Zeit. Können wir da was lesen? Nö. Darf ich jetzt einen Bonbon nehmen? Noch nicht. Ich würde interessieren, wie das aussieht. Ob er das so verfehlt. Ob er das so wegsnackt oder dieses Animationsmenü. Mich interessieren, da was passiert. Ich glaube, damals ist da nichts passiert. Man hat halt einfach nur die TP, die Trefferpunkte wieder bekommen. Da wird es wahrscheinlich nicht anders sein.
aber da schauen wir dann später, wenn wir ein paar weniger Trefferpunkte haben. Jetzt würde sich das noch nicht rentieren. Zumal die Gegner auch jetzt nicht so viel Schaden machen. Und zur Not können wir fliehen. Oh, 3 Stück. Okay. Seht ihr? Wir fliehen einfach ein bisschen. Lassen sie kommen. Und dann gibt es eins auf die Rübe. Auf die Kaninchenrübe. Die haben auch so einen Puschelschwanz, so einen niedlichen. Also das Design der ist schon besonders. Ah, hier, Tor hat Stufe 2 erreicht. Das Design der Gegner ist ja auch putzig bis jetzt. Ist schön. Gefällt mir. Okay, wir haben erst einen Gegner gesehen. Das Design des einen Gegners ist hervorragend. Oh, jetzt haben wir 9 Trefferpunkte mehr bekommen. Durch die Stufe, durch die Erhöhung. Okay, schüttel die Truhe für mich. Zack. 9 Goldmünzen gefunden. GM heißt wahrscheinlich Goldmünzen. Ich nenne es jetzt einfach mal Goldmünzen. Was soll es auch sonst sein? Einmal hier rüber. Hallo, ihr beiden. Bitte nicht anfassen. Nicht anfassen. Puschelschwänzchen. So, Puschel 1. Erledigt. Puschel 2. So, mit dem Kopfsystem läuft schon ganz gut. Oder sind die Puschelmümmler jetzt irgendwie schwächer geworden? Ich glaube nicht. Wir sind stärker geworden. Oh, das Dorf. Die Musik. Hallo Omi. Hast du das gesehen, Tor-LP? Dieses grelle Licht eben aus Richtung des Wasserfalls. Ja, wir haben es hautnah miterleben können. Das kann nur ein böses Omen sein. Böses Omen? Eigentlich fast ziemlich. Für uns ziemlich gut. Ach süß, ich finde die Grafik oben rechts so toll. Pixelhäuschen, das ist echt Retro-Feeling. Da, 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 wo sind wir denn hier? Hey, stop playing with that sword before you hurt someone. I'll tell the elder on you. Was? Hey, ich verpetze dich beim Ältesten, wenn du nicht aufhörst, mit diesem Schwert rumzufuchteln. Wir haben da noch gar nicht rumgefuchtelt. Ich kann hier in der Stadt gar nicht rumfuchteln. Mal sehen, ob wir hier was interagieren können mit etwas. Schlafen, nö. Hier auch nicht. Ja, sieht ja sehr modern aus hier mit dem Ofen. Anführungsstrichen. Schön ist hier. Ein Bild von vom König wahrscheinlich. Der gute König, der auf alle Acht gibt. Und für Ordnung sorgt. Kann man da seitlich auch rein? Nein. Gibt es eigentlich ein Versteck? Okay, die Häuser sehen sich schon ziemlich ähnlich aus. Das ist ein bisschen breiteres Haus. Gott, was hast du für einen Hut auf? Katzenhut. Da ist ein Fremder in der Taverne. Hat einen ziemlich fiesen Blick drauf. Keine Ahnung, was der bei uns will. Da ist schon der Dorfälteste. Gehen wir vielleicht später mal hin. Nichts zu triggern, gehen wir erstmal schon und schauen uns diesen fiesen Bösling an. Oder wie auch immer. Da ist er wahrscheinlich schon. Hi. Dieser Fremde, ich denke, das ist ein Ritter aus einem fernen Land. Was macht der in einem kleinen Dorf wie dem unseren? Hi, was machst du hier? Ein Reisender. Ja, sieht schon rittermäßig aus. Redest du nicht mit uns? Redest nicht mit uns? Und er hier tanzt sich einen ab. Der tanzt und tanzt und tanzt. Ja, sehr schön. Machst du das? Können wir mit dir auch reden? Ah, du bist Thor. Tim und Tom. Thor, Tim und Tom, alles mit T. Waren eben hier. Und waren völlig aufgewühlt. Was ist denn passiert? Ja. Eigentlich, warum waren sie aufgewühlt? Ich müsste aufgewühlt sein. Ich bin gerade eben Meter tief runtergefallen in diesem Baumstamm. Können froh sein, dass ich noch am Leben bin. Dank meiner guten Konstitution. Ich kann echt nicht mit dem Schwert rumfuchteln hier. Okay, warte mal, noch nicht zum Dorfältesten. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Hier geht's wieder raus. Dieser Weg scheint versperrt zu sein. Hallo. Hat der ein Bart? Was? Hast du ein Bart? Oh, hier sind
Willen, es wimmelt nur so vor Monstern rund um das Dorf. Solange wir nicht wissen, was da vor sich geht, bleiben wir besser hier im Dorf. Okay. Die Monster jetzt erschienen oder waren schon immer da? Das, da kann man übernachten. Wir haben aber volle TP. Ah, das sind sozusagen die Händler. In der Taverne. Hier. Ah, hier. Als Gastwirt. Was? Eine noch kostet... Ach, ich dachte 46 Goldmünzen. Eine noch kostet 5 GM. Willst du dich einquartieren? No. Nein. Willst du einen Spielstand speichern? Ja, klar. Können wir speichern. Ah, interessant. Hier können wir speichern. Jo, wir speichern. Gut. Haben wir das auch geklärt. Wissen wir, wo wir speichern. Hat er das jetzt gespeichert? Nochmal kurz testen. Nein! Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Okay, haben wir das auch mal gesehen. Es wird dunkel. Unsere Trefferpunkte füllen sich auf. Oh, der hat aber einen süßen Schlaf. Hier, so einen kleinen Babyschlaf. Ah, jetzt. Okay, jetzt nochmal speichern. Hätten wir auch. Ja, da ist es. Spielzeit 19 Minuten. Passt. Gut, haben wir noch was zu erkunden? Ah, hier, ein Töpferwarenladen. Kann man sich wahrscheinlich Items besorgen. Gut, wir haben jetzt 5 Goldmünzen unnötig verschwendet. Egal. Hey, Tom. Der Dorfälteste sucht dich. Was hast du denn diesmal wieder angestellt? Also, hier war eine tiefe Stimme. Was wir angestellt haben? Überhaupt nichts. Tor, du solltest etwas für den Dorfältesten besorgen. Nur zu, nur zu. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Nee, wir haben noch keine Aufgabe bekommen. Vom Dorfältesten. Engelskelch, erweckt Tote zum Leben. 150? Ein Heilkräuter. Heilkräuter. Hebt Statuseffekte auf, außer Geist. Okay. Ein Bonbon. Haben wir noch 2? Ah, hier Ausrüstung. Bandana und der Leder-Overall. Okay, Leder-Overall haben wir. Bandana könnten wir uns kaufen, wenn wir das Geld hätten. Das würde ich gern kaufen. Okay, ich würde diesmal nichts kaufen. Spar mal auf das Bandana. Ausrüstung kann man ja nie. Ist ja nie verkehrt, wenn man eine vernünftige Ausrüstung hat. Leder Overall haben wir, wie gesagt. Kelch wäre auch nicht schlecht, aber da sind wir ein bisschen zu klamm. Bonbons haben wir eh schon 2. Vielleicht ein Heilkraut. Mal schauen. Zack. Das nehmen wir. Okay, kauf. Zack. Und wir haben es. Nee, erstmal nichts. Wir beehren dich bestimmt bald wieder, wenn es geht. Schauen wir mal unser Ringmenü an. Da haben wir jetzt Bonbon und Heilkraut. Perfekt. Ah, da unten steht da immer, wie viel wir haben. Das steht hier gar nicht im Ringmenü. Sondern hier 2 Bonbons, ein Heilkraut. Okay. Läuft sehr gut. Schauen wir mal, was der Dorfälteste zu sagen hat. Okay, da waren wir schon. Gucken wir nochmal, hier unten können wir nicht. Da sind zu viele Feinde, zu viele Gegner sind erschienen. Ich glaube, sie sind erschienen. Die gab es vorher wahrscheinlich nicht. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Ich will natürlich nichts verpassen, indem ich irgendwelche Sachen trigger, schon im Vorhinein. Deswegen, wenn ich schon weiß, dass da die Story weitergeht, werde ich mich erstmal überall umschauen. Okay, aber jetzt kann die Story ruhig gerne weitergehen. Tor, ein Glück. Es geht dir gut. Tim und Tom haben mir gerade erzählt, was passiert ist. Ach, er hat sich ja doch gesorgt um mich. Ich dachte echt, das wär's für dich. Das war's für dich. Ich habe dir doch gesagt, so einen Trottel nehmen wir besser nicht mit. Was? Bin ich der Trottel oder was? Ihr Dummköpfe, allesamt, wie oft habe ich euch schon gesagt, dass der Wasserfall für euch tabu ist? Tor, was hast du denn da bei dir? Oh nein, ist das etwa... Ich glaube, ich spinne. Sag bloß, du hast den Schatz gefunden. Wow. Du hast doch was drauf. Du hast doch was drauf. Was hast du getan? Das ist das Mana-Schwert. Wie konntest du es einfach aus dem Stein ziehen?
einfach. So, ging ganz gut. Das Mana-Schwert. Aber heißt es in der Legende nicht, dass unser Dorf zerstört wird, wenn jemand es da rauszieht? Hm? Ich hatte nie gedacht, dass das einmal passieren könnte. Die Legende besagt, dass das Mana-Schwert das Dorf vor allem Unheil schützt. Doch nun, da es nicht mehr an seinem angestammten Platz ruht, dann bist du also der Grund dafür, dass uns auf einmal all diese Monster angreifen. Ich bin nicht der Grund, die Monster greifen euch an. Also. Du hast das Schwert daraus gerissen und damit das ganze Dorf dem Untergang geweiht. Du bist an allem schuld. Du. Eieiei. Hey, hör auf damit. Schnauze. Das ist alles dein Fehler. Oh, er treibt mich schon ganz schön weit zurück hier. Lass mich. Oh, ein Erdbeben, ein Erdbeben. Oh. Gott. Na toll. Was ging die Hose? Was war denn da schon wieder los? Hilfe, ein Monster. Tu doch irgendwas. Du hast doch ein Schwert. Okay, jetzt ist Tim aber ganz klein hier. Vorher konnte er mich hier überall hindrängen. Oh Gott, das Monster sieht aber auch schon ein bisschen gefährlich aus. Schauen wir mal, ob wir das Monster besiegen können. Hey Junge, kannst du mich hören? Ah, das ist der Reisende von oben. Sei ganz ruhig, beobachte, wie das Monster sich bewegt und passe den richtigen Moment für einen Angriff ab. Okay, wenn es oh Gott, das Monster hat schon mehrere gekillt hier unten. Das hat einen. Oh, was war das? Zauberei? Es kann zaubern? Ja. Gott. Total. Okay, ja. Nein, was ist das denn schon wieder? Oh nein, bewusstlos. Lass mich, ich bin bewusstlos. Moment, Moment. Jetzt würde ich mir erstmal einen Bonbon gönnen. Ach, süß mit den Tropfen. Oh, das hat aber lang gedauert. Okay, Säureatem. Irgendwie kann ich hier überhaupt nicht ausweichen, was das betrifft. Das passt mir nicht so gut. Ah, kritisch. Okay, wir hätten uns vielleicht das ein oder andere Bonbon noch gönnen sollen. Na, guck mal, so viel Trefferpunkte kann er doch nicht haben. Schade, dass er immer diese Magie anwenden kann. Muss ich noch einen Baum benutzen? Okay, ich glaube, jetzt ist gleich Bonbon-Zeit. Bewusstlos. Was ist los? Okay, ich jubel. Ich habe es anscheinend geschafft. Bravo! Gut, das war jetzt irgendwie, hat sich das jetzt beides überschnitten. Ich dachte, wir sind bewusstlos und sterben gleich. Aber das Monster hat Schwertohr behalten. Cool. Du hast dich gut geschlagen. Warte, ich zieh dich rauf. Ja, das war nicht schlecht. Viel hatten wir auch nicht mehr ausgehalten. Bleib mir bloß von Weib, ich habe nichts gemacht. Ja, du hast wirklich nichts gemacht, unten in der Ecke gesessen und wie ein Feigling hier um Hilfe gerufen. Verschwinde. Uns erst blöd anmachen. Oh. Dieses Schwert, das du da hast, sieht mir aus, als wäre es das echte Mana-Schwert. Ich verstehe nicht ganz. Die Legende sagt, wenn die Welt im Aufbruch steht, wird uns ein Held erscheinen. Something must be wrong with the mana sword. Here, you take it. Hm. No, I cannot. The sword has lost its power. It must be restored. Hm. Only the one who pulled it free can do that. Then, what should I do? Visit Sage Luca in the Water Palace. The sage has protected these lands for over 200 years. You would do well to listen to her advice. Hey! The Elder wants you to come to his house. Mm-hmm. I'll be off. I have duties to attend. My name is Gemma. Gemma. And I'll be waiting for you at the Water Palace. Okay, Wassertempel wäre unsere nächste Quest, unsere nächste Aufgabe. Aber vorher will doch mal der Dorfälteste mit uns reden. Hm? Hm.
Ja, das läuft doch. Story fängt an, interessant zu werden. Wir haben also das Mana-Schwert, aber es scheint nicht mehr zu funktionieren. Es muss reaktiviert werden. Und dazu müssen wir zum Wassertempel. Wenn wir mal gucken, ob wir den Wassertempel finden. Worauf wartest du? Der Dorfälteste ruft. Ja, immer mit Ruhe. Ich denke, wir werden uns mal vorher noch schnell anschauen, was dieser Orb, was uns dieser Schwertorb bringt. Jetzt sind wir in dem Menü. Schwertmenü. Okay. Und wir müssen in das Hauptmenü. Dann schauen wir mal Waffenstufen. Da haben wir jetzt zwei Orbs drin. Okay. Ich weiß jetzt aber noch nicht, da unten steht was. Mal gucken. Weiß jetzt nicht, was der Orb, der zweite Orb bringt. Einer war ja schon drin anscheinend. Die Waffenstufen deiner Waffe. Dreimal Waffen. Die Waffenstufen deiner Waffen. Wähle eine Waffe aus, um Informationen zu ihr zu erhalten oder sie anzulegen. Ja, okay. Da habe ich nicht mehr Informationen jetzt. Okay, den Orb haben wir auf jeden Fall drin. Mal sehen, ob es noch was Neues gibt. Jetzt erstmal nicht. Okay. Das war jetzt ganz gut. Den ersten Zwischenboss haben wir ganz gut hingekriegt. Ein Bonbon hat uns das gekostet. Aber das mussten wir auch nehmen. Ich denke, sonst hätte er uns vernichtet. Man weiß halt nicht, sie haben jetzt keine Energieleiste oder irgendwas dergleichen. Man weiß einfach nicht, wie lange es dauert, bis der Gegner dann aufgibt oder vernichtet wird. Und deswegen ist es immer schwierig abzuschätzen, ob man sich jetzt noch heilt oder nicht. Aber naja, hat ja ganz gut geklappt. Gut. Diese Folge endet hier. Nächste Folge startet natürlich wieder hier. Ihr verpasst nichts. Wir haben jetzt den Zwischenboss ganz gut hingekriegt. Und jetzt mal zum Dorfältesten und holen wir uns unsere Belohnung ab, wenn es eine gibt. Okay, ciao, bis zur nächsten Folge.